Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Die Tage war ich bei Edeka zum Einkaufen und gleich vorne, wenn du mal reinkommst, da stand ein Stand und stand eine sehr nette liebe Frau, welche hat so was wie so Zwiebelkuchen aufgebacken und als Kostprobe aufgeteilt. Die war so lieb, ich musste es da auch probieren. Natürlich, nach dem Probieren hat sie mir was in die Hand reingedrückt. Und das Flammkuchenteig von Tante Fanny. Das ist natürlich auch der beste Teig, wenn man selber nicht will machen. Dann Cheddar-Käse mit Chili-Geschmack, schön scharf. Dann Frischkäseaufstrich mit Paprika. Und dann hat sie gesagt, und den Speck könnt ihr von dem Kühlregal holen. Habe ich mir auch geholt. Habe gedacht, okay, nehme ich mit und backe das auch auf. 10 Minuten bei 240 Grad, fertig ist das Gericht auf dem Tisch. Und ich denke, die will hier nach der Arbeit kommen und muss was schnell machen. Es ist eine perfekte Alternative. Das werden wir auch zu Hause jetzt selber das ausprobieren. Aber ich möchte gerne auch mein Rezept euch auch zeigen, welche geht auch nicht so lang und geht auch schnell, wird aber so mehr vegane Variante ohne Speck. Und das wird wirklich sehr schnell auch zubereitet mit leckerem Kürbis, dann Birnenspalten dazu, rote Zwiebel, auch mit einem veganen Aufstrich. Oder nimmt man vielleicht Sojajoghurt, aber in Soja mag ich absolut nicht. Ich kann keine Vorliebe zu Soja bekommen. Weiß ich nicht. Aber es ist Geschmackssache. Deswegen was auf den Mandel, Kokos oder Erbsenprotein schmeckt mir besser. Das benutze ich auch, wenn ich meinen Detox-Kur mache oder vor dem Ostern, wenn wir fasten. Dann nehme ich gerne auch das. Dann nehme ich als Aufstrich dieses vegane Paprika-Aufstrich. Brauchen wir dann noch zum Servieren ein paar Walnüsse, das war's da schon. Und jetzt werde ich euch zeigen, wie werde ich es machen. Und wenn ihr wollt wissen, wie es das am Ende aussieht, dann müsstet ihr das Video zu Ende schauen. Dann werde ich euch zeigen, was wir dann rausbekommen. Viel Spaß! Erstmal bereiten wir den Teig. Der Teig wird wirklich sehr einfach zubereitet. Ihr könnt Pizzamehl nehmen, 405 Typ nehmen. In meinem Fall habe ich 550 oder Dinkelmehl geht auch. Das, was ihr bevorzugt. 7 geben wir etwas Salz, 5 Esslöffel Olivenöl und Wasser. Erstmal mit den Löffeln verrühren und dann mit den Händen verkneten. Mehr brauchen wir gar nicht. Die alle Zutaten zu dem Rezept findet ihr unten wie immer in der Beschreibung. So werden wir schnell den Teig verkneten. Kann man auch gleich auf den Tisch geben. Wenn ihr merkt, dass es viel zu trocken ist, es kann auch unterschiedlich sein, welche Mehl ihr das nehmt, dann könnt ihr mal einfach nur so ganz kleine Schluck Meerwasser dazu geben, als im Rezept steht. Nach ein paar Minuten kneten sieht unser Teig so aus. Nicht richtig hart, aber auch nicht wie Hefeteig, ja? Ziemlich elastisch. So, lassen wir unseren Teig jetzt so lange ausruhen, bis dass wir alle unsere Zutaten vorbereiten. Ich mache einfach so, liege auf den Tisch und decke mit meinen Schüsseln einfach zu. Oder macht mal einfach in einen Gefrierbeutel. So, und jetzt bereiten wir unseren Belag. Wir schneiden den Kürbis, Birne und die Zwiebel in feine Streifen. Den Kürbis habe ich schon abgewaschen. Die Kerne nehmen wir mit dem Löffel einfach aus und werden dann Kürbis in die feinere Streifen schneiden. So, und die Birne schneiden wir auch in die feinere Scheiben. Am besten ist natürlich, wenn die Birne ist noch nicht so reif wie meine. Meine ist schon wirklich
zu reif. Und als letzte machen wir noch den roten Zwiebel. Ausschneiden wir in feine Streifen. Erstmal auf die Hälfte und dann einfach so in feine kleine Streifen. So, Gemüse haben wir jetzt vorbereitet und jetzt können wir sogar auch schon Backofen anmachen für 240 Grad Ober-Unterhitze oder 220 Grad Umluft zum Vorheizen. Ich mache zwei Bleche, deswegen werde ich heute mit Umluft backen. Machen wir erstmal diese Variante fertig. Nehme ich mir gleich Papier und rolle den Teig hier gleich auf dem Papier. Nicht mehr kneten. Wenn er jetzt wieder knetet, dann wird es schwierig, den Teig ausrollen. Gleich nach dem Ausrollen ein bisschen flach machen und dünn auf dem Papier ausrollen. Nehme ein bisschen Mehl und rollen wir aus. Auf jeden Fall kann man auch auf den Silikonmatten auch ausrollen und dann rübertragen, wie es das euch bequem ist. Wenn es euch stört, dass die Papier immer hin und her rutscht, dann könnt ihr gleich auf den Tisch es machen und dann rübertragen. Kein Problem. Den Teig müssen wir richtig schön dünn ausrollen, wie es das bei dem Flammenkuchen ist. Schön dünner Teig. So, das haben wir jetzt. Gehen wir gleich auf den Blech übertragen. Die Menge ist auch für ein Blech ausgerechnet. Den Teig haben wir, jetzt müssen wir bestreichen. Und wie gesagt, auf diesem Teig wird jetzt eine vegane Variante. Trage jetzt den Aufstrich auf den Teig. Wenn ihr Joghurt nehmt, sozusagen ohne Geschmack, dann könnt ihr Joghurt gleich anwürzen. Zum Beispiel mit Pfeffer und Kräuter. Jetzt werde ich ein bisschen noch trotzdem anwürzen mit dem Pfeffer und ein bisschen Thymian. Das ist mein Zitronen-Thymian, das riecht wirklich so toll. Und dann können wir jetzt die Gemüse aufteilen. Zwiebel, Birne. Macht es so viel, wie ihr es das gerne würdet essen. So, und obendrauf mache ich noch ein bisschen Thymian oder nehmt eure Lieblingsgewürze, was ihr gerne mögt, dazu geben. Und wenn ihr irgendwelche wirklich Lieblings eurer Käse herausgefunden, was euch für überbacken schmeckt, könnt ihr auch ein bisschen Käse dazu geben. Ich mag das nicht, ich mag lieber so wie es jetzt. Geht es in den Backofen ungefähr für 10-12 Minuten. Wir stellen es mal an die Seite und machen die andere fertig. Mit den anderen geht es viel schneller. Wir brauchen nun den Teig rausnehmen. Ich habe jetzt ihn schon etwas eher rausgenommen aus dem Kühlschrank, bis ich euch alles gezeigt habe und die erste Kuchen gemacht. Da lag er hier auf dem Tisch. Das machen wir vorsichtig auseinander. Dann habe ich hier so eine Pizza, Blech, und ich glaube, der passt genau richtig da rein. Naja, ein bisschen Ränder, aber das ist auch nicht schlimm. Und werden wir ihn genauso richtig belegen. Dafür, wie gesagt, habe ich diese Erigol-Dischkäseaufstrich bekommen. Naja, bekommen, besser zu sagen, gekauft. Ist richtig fest. Deswegen werde ich jetzt mit meinem kleinen Restchen von Creme Fraiche zusammen mischen, dass er mehr so geschmeidiger wird, dass ich kann besser streichen. Gut verrühren und wenn es ein bisschen Reste bleiben, ist auch nicht schlimm, kann man fürs Brotchen oder Brot, Toast, was weiß ich, auch verwenden, kein Problem. Aber jetzt sieht die Masse viel besser und streichfähiger, finde ich. So, werden wir unseren Teig jetzt bestreichen. Schaut. So, das wird schon reichen, denke ich. Rest bleibt für mich als Brotaufstrich. Jetzt kommt etwas von dem Käse auf den Aufstrich. Nicht alles. So die Hälfte. Dann kommt ein Speck obendrauf. Auch natürlich, wie viel ihr das selber wollt. Muss nicht ganze Verpackung gleich draufpacken. Speckkuchen. Und dann auch rote Zwiebeln.
restlichen Käse und dann können wir schon in den Backofen stellen. Naja, vielleicht ganze Packung wird das zu viel. Ihr müsst dann selber entscheiden, wie viel ihr nehmt. Weil das, was ich gegessen habe, so üppig, ist es nicht ausgesehen wie jetzt bei mir. So, liebe Freunde, jetzt gehen die beiden Bleche jetzt in den Backofen für ungefähr so 10-12 Minuten bei 220 Grad Umluft. Es muss wirklich heiß sein. Vielleicht sogar musst du mal etwas mehr stellen. Aber die Frau hat gesagt, muss mal bei 220 Umluft und 240 Ober-Unterhitze backen. So, dann sehen wir uns, wenn es fertig ist. Zum Servieren gebe ich auch noch ein paar geröstete Walnüsse und hacke die ein bisschen so klein. Kuchen fertig, dann kann man einfach oben drauf streuen. So, es sind jetzt 13 Minuten vergangen. So, das ist das, diese gekaufte Teigvariante. Sieht auch sehr, sehr lecker. So, stelle es mal hier. Und das ist jetzt selbstgemachte Variante. Aber mir kommt vor, das könnte mal sogar 15 Minuten das überbacken. Es ist so, wenn man zwei Bleche mit solchen Gerichten im Backofen hat und den Dampf von einer nach unter den Blech geht, natürlich wird der eine nicht so richtig aufgebacken. Ich wechsle auch auf die Hälfte von der Zeit meine Bleche um, dass es mal besser wird. Aber wir werden jetzt auch mal schon probieren. So, schneiden wir jetzt ein Stückchen von einem und dann ein Stückchen von den anderen. Die Kürbis ist durch und dann auch von den anderen gleich Stückchen. So, und dann nehmen wir auf den Teller von einem, schaut ihr, wie dünn der Teig ist, und natürlich von den anderen auch. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig. Haben wir eine leckere Sache gemacht und es ist egal, ob ihr macht mit dem gekauften Teig. Es ist wunderbar. Diesen Teig kann man nur empfehlen von Tante Fanny. Oder ihr macht es selber auf veganer Art. Es ist egal. Hauptsache es ist, euch schmeckt. Und so sieht er dann aus. Und ich probiere ein Biss von beiden. Erstmal von veganer Variante. Es könnte noch mehr Brotaufstrich drauf machen, dass etwas saftiger wird. Und die Variante, schaut ihr, die biegt sie sich richtig regelrecht. Und die ist sehr saftig durch diese viel Creme und Creme fraiche, durch das Speck natürlich Fett reinkommt. Das ist so, so lecker. Beide Varianten sind gut, aber es kommt darauf, wer was isst und wem was schmeckt. Ich vegane Variante würde ich gerne empfehlen, mehr von der Creme oder von dem Joghurt noch mehr reinmachen, dass es noch saftiger wird. Oder muss man vielleicht Birne vielleicht reinreiben in die Creme, dass die mehr Saft gibt und Geschmack. Das könnt ihr auch mal probieren. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Einen guten Appetit wünsche ich euch danach. Für eure Kommentare, Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute, liebe Freunde, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!